Oh, Friedhof. Kommst du da schon rüber? Geronimo! Ich bin drüben. Das Licht ist an. Jo, ich bin auch drüben. Oh, hinten ist doch sicher irgendwie so eine Gorgone oder so. Da hinten sind überall Steinstatuen. Ich bin gerade noch am Sammeln. Ich muss oder ja alles aufheben. Obwohl, Moment mal, Gorgone, das ist niemals Gorgone. Ist das ein Betrachter, was hier ist? Was, ein Betrachter? Ja, wenn hier überall so Steinstatuen von Menschen sind. Weiß es nicht. War Stein ein Betrachter? Ich glaube, die können es. Ich bin mir... Oder es ist ein Basilisk. Ich bin mir nicht sicher, was da in Dungeons & Dragons Basilisk kann auch gut sein, ja. Gesteinerter Drow. Bin da nicht so hundertprozentig flüssig drin in der Lore des Spiels. Nee, ich bin auch nicht flüssig. Kannst du mir Geld leihen? Da drüben ist ein Schwert im Stein, Julian. Was? Wo? Wie blinkt man nochmal? Alt- und Rechtsklick. Da. Da, wo? Wo ist das denn? Da. Das ist ein Schwert im Stein. Oh, hier ist ein Schlüssel. Zellulitenschlüssel. Aha. Zellulitenschlüssel? Was? Zellulitenschlüssel. Endlich. Ja, Marco ist da gerade in der Nähe. Der könnte das Schwert noch ziehen. Ich wollte gerade sagen, Marco, geh doch mal hin. Wo denn? Hol mal das Schwert. Pink nochmal. Okay. Ist rechts von dir einfach. Ja. Das sieht so aus, als wäre das für ein Paladin. Ja. Aber Friedhof ist leider zu weit weg. Du kannst ihm das aber mitbringen. Geht und holt es mir. Pass bloß auf. Das ist ein, ich kann auch zurückspringen. Also ist das ja nicht. Nee, Marco macht das schon. Guck mal, dabei kann er noch ein paar Pilze sammeln. Oh ja, das ist das Beste. Fala Aluve. Kann ich das erst untersuchen? Nee, kann ich nur verwenden. Okay. Ah, dann gucken wir mal. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Oh, Religion? Okay. Ja, dann mach ich mal Religion. Oh, Intelligenz ist aber nicht so gut. Naja. Uiuiuiui. Come on. Oh, fuck. Nein! Um einen. Ah, ich gehe da auch zurück. Ich versuche es aufzuziehen. Ja, erstmal abwarten, was jetzt passiert. Soll ich weiterdrücken oder nochmal versuchen? Wir haben gerade 3 Inspirationen. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Nee, mach weiter. You can't recall anything this esoteric. There are too many rituals about swords to count. Ja, ich gehe weg. Weg. Gut, ich gehe dann nochmal zurück. Ja. In der Hoffnung, dass ich. Mit meiner Stärke schaffe ich das nicht. Ich würde sagen, Friedhof schafft das, wenn dann mit seiner Stärke bestimmt. Den einen Punkt nehme ich. Ich wollte gerade sagen, der schafft, er kann ja auch so weit springen. Siehst du? Ja, ich bin jetzt ja auch Stärke mehr. Ja. So, pass es an. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Paladin und Religion. Hallo. Ich habe minus 1 Intelligenz, also ich habe keinen. Ja, hau trotzdem rein. Du bist Paladin. Ja, aber Stärke macht plus 4. Also ziehst einfach mit Stärke raus. Ja, aber du kannst doch danach noch ziehen. Ja. Achso, ich kann das gut, danach okay, auch stimmt. noch machen. Ja, ja, hat Marco da auch machen können. Und du hast einen Vorteil, das ist schon mal wahrscheinlich nicht schlecht. Siehst du, guck mal, die sind nur 10 bei dir anstatt 15. Toll. Ach ja. Das ist toll. Oh, sonst macht doch ein Dings da. Ja, machen wir mal einen Reroll. Komm. Kann nur schief gehen. Ja, so. Okay. 11. Knapp geschafft. Wenn ich jetzt eine 10 gewürfelt hätte, ich hätte geheult, ey. Ja. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Ah, okay.
Ah, eine Blutklinge. Ist das so dein Pakt, Frithjof? Du wirst doch eh ein Eidbrecher. Ja, gib ihm Blut. Blut für den Blutgott. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Curses! Curses! Oh, direkt Inspiration zurück, siehst du. Curses! Curses! Fala Aluf heißt es. Das ist ein vielseitiges Schwert mit 6 bis 15 Schaden. Gibt mir eine Klassenaktion, die Melodie heißt. Das ist ein Langschwert. Waffenzauber plus 1. Also die Klassenaktion klingt interessant. Das Schwert summt erwartungsvoll, bereit zu singen oder zu kreischen. Okay. Das ist das singende und tanzende Schwert. Ja, nimm das, Frithjof. Das sieht nach dir aus irgendwie. In der Axt passt auch nicht zu dir. Dann kann ich auch ein Schild dazu nehmen. Das ist ein Einhänder? Yep. Okay. Ja, siehst du, guck mal. So kenne ich dich. Seit wann? Weiß ich nicht, seit eben gerade. Ich hab dich kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, ich nehme doch eigentlich immer an zwei Hände. Du bist zu Marco, weit was vor. Tust du? Sterben, das tut er. Oh, Leute. Warte, nicht da vorne auch schon an der Stelle? Nein. Dahin. Du musst von dort anfangen zu springen. Aua. Was soll das denn jetzt? Eben ging das doch. Ach, du musst schleichen vorher. Ja, schleichen ist immer die beste. Vergiss das Schleichen nicht. Immer schleichen und dann von hier abspringen. Nee, von da aus kann ich nicht springen. Ich bin halt Der geht dann zwei Schritte nach links und springt dann rüber. Also von ich kann nicht so weit springen wie du. Ach so. Ich bin kein Gummibär. Ich muss ganz nach oben gehen hier. Ist auch kein. Aber noch ist okay. Solange sie schleichen, scheint es okay zu sein. Ja. Okay. Vielleicht erst, wenn man ans Schloss gehen würde, vielleicht wird er dann. Wahrscheinlich. Dann können wir auf jeden Fall jetzt hier durchs... Oh Gott! Okay, es gibt auch Explosionspilze. Ach so! Das ist der Seloniten-Außenposten. Das heißt, den Schlüssel, den du gefunden hast, der wäre auch dann wirklich für hier. Ah, schön. Hier noch ein Fallenentschärfungskit. Immer gut. Müll drin. Gral der Übelkeit, nehmen wir mit. Das ist ein Ölfass. Der Suche nach dem Nachtlied. Guck mal, das ist ein Buch. Das Nachtlied, ist das nicht das Schwert, was ich gerade aufgesammelt habe? Was heißt das Nachtlied? Ich weiß nicht, es hat irgendwas von Liedern und so. Lies das Buch am besten gleich mal. Ach, siehst du, ich hab doch auch noch dieses Tagebuch von dem obersten Man hier. Gott, das ist ja ewig alt, ewig lang. Oben liegt noch eine schwere Armbrust. Ich habe eine zerfledderte Notiz gefunden. Okay, da steht nur drin, dass sie das Tor versucht haben zu halten. Hab da scheinbar nicht geschafft. Kann ich? Oh, hier sind auch viele Explosionsfässer, das ist ganz geil. Ja, eins habe ich eben auch schon stibitzt. Ich habe auch noch ein zweites jetzt auch stibitzt. Oh, was passiert da gerade? Oh. Haben die eben schon auch geleuchtet? Was? Wer? Dieser Stab von der Frau hier drin? Ja, weil der die Statuen außen aktiviert. Okay, dann ist mir das nicht aufgefallen. Habt ihr das Nachtlied jetzt gelesen? Nein. Wieso, wo hast du das denn? Liegt bei der Frau am Schrein. Ah, kurz aufgehoben. Gucken wir mal rein. Oh, eine Seite, es geht ja noch. Faszinierend, dass ein anscheinend so wertvolles Objekt so schwierig zu finden ist. Tatsächlich haben die Schatzsucher aus dem ganzen Reich die Schwertküste mit einem Ziel bereist, das Nachtlied zu finden.
Doch alle sind gescheitert, haben von Sackgassen und Rückstiegen berichtet. Manche sind auch nie zurückgekehrt. Zuletzt habe ich einen Halborg namens Grali, keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird, befragt, der darauf bestand, dem Relikt so nahe gekommen zu sein, wie es möglich ist, ohne dass man sein Leben verwirkt. Er wies darauf hin, dass sich das Objekt sich nicht, wie viele Berichte behaupten, im Seloniten vor, neben dem Fluss Chionta befinde, sondern in einer alten Scharitenfestung irgendwo in der Nähe der Türme des Mondaufgangs. Doch Grally warnt, dass irgendein mächtiger Schatten einen hindere, sich dem Fort zu nähern. Also, wir sind ja anscheinend gerade außen rum gegangen. Aber ach nee, das hier ist ja der Außenposten. Und das andere Ding ist ja ein klein weiter im Süden, ne? Wieso kann ich das Wasserfass nicht nehmen? Welches? Ich bin Wasserfass, aber ich kann es irgendwie nicht nehmen. Ach, hier ist ja ein Porter. Geil. Ja, den habe ich gerade eben mal freigeschaltet. Das ist sehr, sehr gut. Ich kann das Wasserfass irgendwie nicht aufheben. Ich kann es irgendwie nur kaputt hauen. Voll oder so? Ja, eigentlich sollte es kein Problem sein. Lager. Ich kann ja nicht in diesen Spalt springen. Ist doch scheiße. Wollen wir da oben? Ich könnte da oben. Ach. Hä? Wollen wir hier die Treppe gleich hoch oder wie ist das? Ja. Ist auch geil, wie wir alle immer automatisch in Gegenden, wo wir noch nicht waren, rumschleichen. Das ist sicher. So, ich bin jetzt hier in diesem einen Raum, wo eine Kiste ist. Eine Kiste. Oh, Elixier des Heldenmuts. Sehr schön. Und noch ein Trank. Hier ist noch eine fette. Oh, okay, hier ist eine fette verminte Truhe. Mhm. Kann ich. Ich muss hier irgendwo raufklettern. Ihr könnt hier könnt ihr reinspringen. Warte, hier. Hier ist eine Lücke in der Wand. Du kannst da hochspringen. Kannst du auf dieses Fass hier unten sonst steigen? Ah nee, warte, da geht's. Millimeter höher da. So. Ich habe gehört, vermint. Opulente ja, Truhe. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Ja, besser ist das. Ist schwierig. Ah, ich habe eine geheime Tür hier. Hat's geklappt? Ja. Öffnen oder die Mine entschärfen? Das Entschärfen. Sehr gut. Das ist erstmal das Wichtigste. So, jetzt nochmal knacken. Ah, das sieht schlecht aus. Ja, knack und so. Aber ich habe ja noch 40 Diebeswerkzeug, ist ja gar kein Problem. Ja, wir sammeln ja fleißig hier. Maybe I need more pockets. Jawohl. Hier sind Feuerschalen, die mache ich mal an. Eine mittlere Rüstung. Ah, ja, könnte ich ja mal ausprobieren. Aha, wenn der Träger gleißenden Schaden bewirkt, verursacht er eine gleißende Schockwelle. Klingt eher nach Frigyor. Ich glaube auch. Ja, aber es ist mittlere Rüstung. Ja. Ich gebe sie mal an, okay. Julian. So, wenn ich die jetzt anziehe, was passiert denn? Gehe ich trotzdem auf 16. So, was steht da? RK-Bonus durch Geschicklichkeit auf 2 limitiert. Rüstungsklassenbonus. Ja gut, sind trotzdem 16 Rüstungsklasse anstatt 11 Rüstungsklasse gerade. Rüstungsklasse durch Geschicklichkeit auf 2 limitiert. Bin ich dadurch weniger geschickt, oder was? I don't know. Die andere auch geknackt.
Ja, da ist ein Helm drin, auch mittlere Rüstung. Er hat stärkendes Niederstrecken. Wenn du mit einem Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du temporäre Trefferpunkte und Höhe deines Charisma-Modifikators. What the fuck? Ja, mal gucken. Das ist ja sehr speziell. Ja, ich wollte gerade sagen. Also hier vorne ist noch ein Raum mit einer Leiter nach oben. Ja. Sieht aber irgendwie ziemlich... weiß ich nicht. Ja, man weiß nicht, was da ist, ne? Ah, Gott. Ich denke mal, wir speichere mal früher oder später sowieso durch. Also wenn du nicht gehst, gehe ich vor. Ja, dann hau rein. Hast du jetzt keine Lust mehr, oder? Ist halt anstrengend. Ich hab noch immer Schuhe an, siehst du das? Ja, stimmt. Arschblitter. Okay. dafür krieg ich jetzt eine Zwischensequenz, oder was? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Der ist jetzt, okay. Mit dem geschändeten Tempel. Geschändeter Tempel? Kennen wir den? Wir waren... Ach so, oh, das ist der. Oh, wir sind im Goblin-Lager. Ach, das heißt, vom Goblin-Lager hätten wir auch da runter gekonnt. Aha. Okay. Kann mir einer von euch mal Schuhe leihen? Du kannst meinen aus dem Inventar haben. Meine Sprungschuhe. Willst du auch meine Handschuhe haben? Wieder. Ja, ich nehme sie erstmal. Es sei denn, du willst sie. Nö, ich mach selten aktuell Nahkampfangriffe. Bei Waffenlose waren das, nicht? Ja, okay. Mal gucken. Ja, ich eigentlich auch. Obwohl, dann macht vielleicht die Handschuhe des Bogenschießens bei Marco aus dem Inventar mehr Sinn. Ja, nimm sie dir. Ich benutze sie sowieso gerade nicht. Wenn ich dann mal mit dem Bogen schieße, mache ich zumindest mehr Schaden. Okay. Marco hat auch noch einen Helm im Inventar bei Carla. Ja, den hat er gerade gefunden. Ja, das ist der komische mit dem Niederstreck-Zauber. Ich hab das Friedhof gerade nicht zugehört. Nee, nicht wirklich. Ja, kannst du dir selbst mal durchlesen. Klingt strange. Okay. Viel Charisma? Du hast viel Charisma, also von daher, ja. Irgendwie hast du einen Niederstreckzauber? Dann würde das sich ja anbieten. Ich wüsste jetzt keinen, aber ich schmeiß mir das Ding trotzdem mal drauf, weil ja. Rüstung. Bringt ja Rüstung. Ja. Bringt der Rüstung? Ja, nee, Rüstung nicht, aber also. Konsti Rettungswürfe. Okay, dann kommen wir da unten. Sehe ich damit denn peinlich aus? Kann ich den anmachen? Weiß ich nicht. Kannst du gucken. Nee, noch offensichtlich nicht. Oder? Doch da. Ja, ich sehe peinlich aus damit. Sehr peinlich sogar. Okay, du hast einen kleinen Federbuschel auf dem Kopf. Ich mag diesen Helm von der Optik her nicht. Das sieht ziemlich deppert aus. Was war da jetzt? War das? Ja, nix. Ich glaube, das kann man von der anderen Seite öffnen, damit man wahrscheinlich aus dem Goblin-Lager. Was war das? Ja. Ich hab die Tür getätigt. So, Schockschwere nur. Kann man hier eigentlich irgendwie diese Statue ausmachen? Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du an dem Hebel ziehen. Welcher Hebel? Der neben dem Tor. Alles klar. Zieh den Hebel. Der macht zumindest mal so auf. Will er nicht rausgehen?
Auf sie zielen kann man auch nicht. Nö. Na, dann ist es egal. Wir haben eh hier, glaube ich, jetzt alles. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eh eine Dings. Na, ich glaube, wir haben sie abgeplündert. Dann könnten wir uns jetzt an der Linie. Wir müssen hier überall Licht machen. Wir sind überall so eine Fackeln, das muss doch irgendwas bedeuten. Hat einfach jemand das Licht ausgemacht. Und das Fenster offen gelassen. Ich meine nur, weil da auch so Augen hinter sind, naja. Ach so, das meinst du. Ich mach jetzt mal die letzte Fackel noch an, dann weiß ich Bescheid. Aber die eine draußen fehlt dir dann noch. Verdammt! Da links von der Brücke. If everyone else minds their business, I'll be fine. Ist mir egal. Nee. Das sind auch noch überall Kerzen. Kandelaber. Ach, ist egal. Das hat eh nichts zu tun. Was? Suche das Nachtlied? Was? Wieso hat sich das gerade aktualisiert? Gott. Habt ihr das Buch eigentlich schon gelesen gehabt? Ach ja, hattet ihr. Ja. Achso, wahrscheinlich, weil ich hier am Abgrund stehe jetzt. Wenn ich einen Meter weiter gegangen bin zu diesen, an diese Ranken dran. Ich bin noch die Spur verliert sich im Unterreich. Wo ist das Nachtlied? Das ist wahrscheinlich da unten irgendwo in dieser Festung, die ich von hier sehen kann. Okay, diese Festung. Ach, da unten hinten am ADW oder was? Ja, so war ja dieser Tagebucheintrag, ne? Ja, ja, ja. Wollen wir da runter? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter, oder? Alter, man erhält so viel Fallschaden teilweise. Hier ist es. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, Leute. Also hier, wo die ganzen... Oh, Achtung, Explosionspilze. Ja, passt bloß auf. Machen wir lieber im Fernkampf entschärfen. Genau, Karlach. Irgendwas anderes sehe ich jetzt gerade aktuell noch nicht. Ja, hier ist irgendwo anscheinend ja so ein Schatten, der uns abhalten soll, ne? Was ist das denn? Hier ist eine zerschlissene Drow-Kapuze. Hier ist was für Marco. Okay, ich wollte sagen, ich weiß nicht. Maul. Ach, doch, Scheiße. Sag ich's nicht?